Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by die Mutmacher bei. Wir sind drei sehr gute Freunde. Wir sind Clemens, Jakob und Paul. Und gemeinsam sind wir das Team hinter Book Your Room, der Lösung gegen den urbanen Platzmangel. Also ich bin der Clemens, ich bin 19 Jahre alt. War mit den zwei anderen Herren auch in der 5 Jahre jetzt in der Schule, in der BHAG 13. Wenn ich nicht gerade im Book Your Room arbeite, findet man mich im Boxring, wo ich mich so richtig auspowern kann. Servus, ich bin der Paul. Ich bin auch 19 Jahre, so wie der Clemens. Und ja, wir waren gemeinsam auf einer Schule und haben halt dann gemeinsam ein cooles Projekt, jetzt mittlerweile ein Unternehmen gestartet. Als leidenschaftlicher Tennisspieler liebe ich es, meine Gegner vom Platz zu schießen. Ja, ich bin der Dritte im Bunde, ich bin der Jakob, ich bin 20, ich bin sogar der Älteste. Genau, wir haben jetzt in der Corona-Zeit unsere Matura noch abgeschlossen, war ein bisschen stressig, aber jetzt haben wir es hinter uns. Und genau, derzeit machen wir unser Zivildienstjahr, arbeiten eben bei der IFTE. In meiner Freizeit werfe ich meine Gegner am liebsten in die Judomatte. Okay, also ich merke, ihr brennt ja schon drauf, über euer Projekt zu erzählen, was ja kein Wunder ist. Dort geht ja die ganze Begeisterung hin. Erzähl es doch da noch ein bisschen mehr drüber. Also wir sind drei ehemalige Schüler der BHAG 13 und haben vor circa 2 Jahren mit der Idee Book Your Room begonnen und haben heute eine fertige Webplattform, auf der man Räume vermieten kann und Räume mieten kann. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt irgendwas zu machen? Ich meine, in der Schule ist man ja auch viel beschäftigt, hat viel um die Ohren. Vor circa 3 Jahren oder so nach dem Turnunterricht, weil wir keinen eigenen Turnsaal haben, bin ich in das Schulgebäude zurückgegangen, gefahren, aber das Gebäude war einfach, da war niemand. Man hat nichts gehört, nichts. Und dann ein paar Wochen später waren wir in Kitzbühel auf einem Entrepreneurship-Camp, weil unsere Schule auch als Schwerpunkt Entrepreneurship hatte. Wurden wir angeregt, einfach über Problematiken, die wir im Alltag erkannt haben, drüber nachzudenken und schauen, wie man die lösen könnte. Und da sind dann die ersten Schritte zu Book Your Room eben gekommen, dass wir, am Anfang habe ich noch das mit ein paar anderen Leuten gemacht und dann hat sich schnell rauskristallisiert, dass eben der Paul und der Jakob die perfekten Teile für das ganze Team sind. Und dann haben wir eben mit der Zeit immer wieder dran gearbeitet, haben oft unser Modell verändert und dann hat es einfach eineinhalb Jahre circa gebraucht, bis wir wirklich dann ein fertiges Geschäftsmodell hatten und haben dann begonnen mit der Website-Entwicklung. Und er hat mir halt erzählt, ja, er arbeitet an dieser Idee, dass man verhindern möchte, dass halt eben Schulräume in der Zukunft so leer stehen, weil er das so schade findet. Und je länger ich mit ihm gesprochen habe, desto mehr habe ich mir eigentlich gedacht, irgendwie hat das was, irgendwie ist es eine coole Idee und habe ihn dann einfach ganz frech gefragt, ob ich mitmachen darf. Ich habe diesen Ideenfindungsworkshop, sage ich mal, davor schon einmal gemacht. Und dadurch war ich auch schon so ein bisschen als Trainer oder Co-Trainer mit dabei beim Workshop. Ja, irgendwie hat es mich auch gerissen, das Thema. Ist das normaler Schulalltag überall oder ist das irgendwie ganz was Spezielles, wo ihr da dabei wart? Also normaler Schulalltag ist es, würde ich sagen, leider nicht, dass du einfach inspiriert wirst, auch deine eigenen Sachen voranzubringen und auch deine eigenen Ideen weiterzuentwickeln. Dass du so ein bisschen einen Entrepreneurial Spirit, sagt man auch, da entwickelst und den für dich ein bisschen findest. Und ja, alle anderen Menschen in Österreich, die halt leider nicht die Entscheidung gemacht haben, an unsere Schule, in unsere Klasse zu kommen, haben das wahrscheinlich ein bisschen verpasst. Aber es gibt, glaube ich, auch Möglichkeiten, dass man das trotzdem auch nachholen kann. Die Welt ein Stückchen besser machen. Jetzt muss ich natürlich gleich nachfragen, tut ihr das mit eurem Projekt und wenn ja, inwiefern? Also, wenn man das so sagen kann, bei uns geht es in erster Linie halt eben um effektive Raumnutzung und wir sehen da schon einfach einen absoluten Mehrwert, weil wir einfach sagen, gerade in den Großstädten, Raum wird immer teurer, die ganzen Grundstückspreise in den ganzen Innenstädten steigen ins Unermessliche schon fast. Und es gibt zig Räume, die einfach leer stehen, die keiner benutzt. Und wir sehen darin halt auf der einen Seite den Mehrwert, dass das einfach effektiver benutzt wird und man dadurch sozusagen nicht noch mehr Sachen bauen muss, noch mehr Grund, vor allem Grünflächen benutzen muss, um, sagen wir mal, Seminarhotels zu bauen. Wenn man sagt, okay, es gibt zu viel Bedarf an Seminarhotels, dann will vielleicht ein neues gebaut werden.
Wenn jetzt aber andere Räume besser benutzt werden, gibt es vielleicht den Bedarf nicht mehr, ein neues Hotel aus dem Boden zu stampfen. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir halt auch einfach einen sozialen Mehrwert, weil wir sagen, wir sind alle drei sehr sportlich, wir kommen alle drei aus Vereinen und wir kennen es, die Problematik, dass einfach manche Vereine sich das nicht immer leisten können, einen Turnsaal zum Beispiel billig anzumieten. Hat der Lockdown oder die Lockdowns auf eure Plattform eine Auswirkung? Also merkt ihr einfach, dass dann zwangsläufig weniger geht oder werden dann vielleicht mehr Räume gebraucht? Am Anfang des Jahres haben wir mit was ganz anderem geplant, also Marketingoffensive ab März und möglichst viele Anbieter und das einfach groß machen. Das hat es nicht gespielt, da muss man halt schauen, wie man sich umorientieren kann. Also, weil wir ja gewusst haben, es ist gerade einfach nicht die richtige Zeit. Da kann man wenig dafür machen, wenn einfach so eine Pandemie ist, dann muss man das akzeptieren und das Beste draus machen. Dann haben wir, wie gesagt, die neue Website, bringen gerade in Auftrag und arbeiten auch schon in den letzten Monaten, geben, was wir nach dem Lockdown den Leuten alles bieten können. Also was es dann, was es für Dienste gibt, die wir in dieser Zeit entwickeln können, die danach umso besser sind, wenn wir sie haben. Und aus jeder Krisenzeit ergibt sich dann auch unverhofft einfach tolle Sachen. Jetzt haben wir in den letzten Wochen, Monaten schon einige Anfragen bekommen, dass wir einfach so kleinere Projekte umsetzen, beispielsweise auch die Bildungsdirektion, mit der wir eng zusammenarbeiten, und eine Hotelkette in Wien wollen Schulklassen Räume zur Verfügung stellen, weil die Hotels im Moment leer stehen und da sind sie auch auf uns zugekommen und wir arbeiten da gerade für sie die Lösungen aus. Wir versuchen halt, so gut es geht, das Produkt immer zu verbessern und so zu gestalten, dass es wirklich dieser Grundidee von halt eben Raumnutzung, effektiv nutzen und Ressourcen schonen, dass es dem halt möglichst gerecht wird. Wenn ich mir vorstelle, wenn das jetzt Leute sehen oder hören, die vielleicht selber gerade in der Schule sind, 16, 17 Jahre alt sind. Also wenn ich versuche, mich hineinzuversetzen, würde ich mir denken, wo haben die Kohle her? Ja, das muss doch ein Schweinegeld kosten. Also, wo habt ihr die Kohle her? Da darf man glücklich sein, weil in den letzten Jahren eben sehr, sehr viel in die Richtung gemacht wurde. Also es wurden immer wieder Förderungen jungen Leuten angeboten. Man muss natürlich wissen, wo man sie bekommt, aber ich glaube, der ABS oder die Wirtschaftskammer sind da sehr, sehr gute Anlaufpartner. Da kann man immer wieder mal draufschauen, ob es gerade eine richtige Förderung für mein Projekt gibt. Das heißt, ihr bekommt auch so eine Förderung, die euch da weiterhilft? Mhm. Genau. So für Leute, die euch vielleicht nachfolgen werden und die ermutigt sind dadurch. Müssen sich die fürchten vor solchen Förderungseinreichungen? Ist das schwer? Ist das aufwendig? Und man muss auch immer ein bisschen überlegen, brauche ich wirklich nur das Geld oder was ist es wirklich, was ich brauche? Weil wir haben unterschiedlichste Sachen gemacht. Ich meine, das eine war jetzt die Förderung, okay, war es wirklich sehr harsch gesagt, weil es wirklich nur diese eine Förderung war, um jetzt eine größere, skalierbare Webseite zu machen. Auch immer Friends, Family, einfach mal nachfragen, hat das schon mal irgendwer gemacht? Kennt sich da irgendwer aus? Aber sonst gibt es gerade für Schülerinnen und Schüler total viele coole Möglichkeiten von Wettbewerben, was businessplanmäßig angeht oder was Pitching angeht. Da kriegst du neues Wissen, neue Ideen dazu, wie du dein Problem besser lösen kannst, deine Idee besser verfeinern kannst. Du kriegst ein super cooles Netzwerk. Und wir haben ein Praktikum gewonnen bei einer Social-Media-Agentur. Und das haben wir total viel über Social Media Marketing und auch über Event Management gelernt. Viele Leute sagen, ja, nicht die eigene Idee verraten, ja, nicht irgendwie Leuten, weil dann kopieren die Leute das. Also das habe ich schnell gemerkt, ist wirklich ein relativ großer Schwachsinn. Vielleicht, wenn es darum geht, um Patente anzumelden oder solche Sachen. Aber wenn es um wirkliche normale Ideen geht, die man hat, dann muss man notgedrungen einfach mit Leuten reden, weil einerseits geben die Feedback, wo du dich weiterentwickeln kannst und du lernst Leute kennen, die dir vielleicht sogar helfen, schneller an dein Ziel zu kommen. Es gibt ja auch andere Plattformen, die jetzt Räume anbieten. Wo habt ihr denn irgendwie entdeckt, sowas wie eine Nische oder gesagt, hey, es braucht uns neben dem anderen Angebot auch? Einer der Hauptpunkte ist, die meisten Plattformen, die es im Moment gerade gibt, bieten eigentlich eine Art Angebot, eine Art Schnittstelle für Leute, die gerne ihre Räume also wirklich sozusagen per se schon anbieten. Das sind dann wirklich eben Seminarhotels dort, die dann ihre Räume anbieten auf diesen Websites. Oder halt große Unternehmen, die halt
10, 15 leerstehende Räume haben. Unsere Kernzielgruppe war eigentlich immer schon, dass wir gesagt haben, wir wollen Leute erreichen, deren Räume ansonsten nicht vermietet werden würden. Die sagen, vermieten, da muss ich mich mit Rechtlichem auseinandersetzen, da muss ich mich darauf konzentrieren, dass die Zahlung rechtzeitig kommt, da muss ich den mahnen, wenn der Typ nicht zahlt. Das ist alles zu aufwendig, ich habe vielleicht nur einen Raum, ich habe vielleicht zwei Räume oder so und sagen deshalb, sie vermieten den Raum nicht. Und wir wollen ja eigentlich haben, dass es mehr Räume auf dem Markt gibt und nicht dieselben Räume auf verschiedensten Plattformen. Und daher haben wir gesagt, wir möchten ein Produkt entwickeln, das es das Vermieten von Räumen so einfach wie möglich macht und vor allem wirklich immer konzentriert darauf, dass der Vermieter möglichst wenig Aufwand hat. Mhm. Und auf der zweiten Seite sehen wir uns, dass wir Connections haben, ganz stark zur Bildungsdirektion. Das hilft enorm, weil wir damit an Schulen rankommen und Schulen werden bis jetzt von keiner anderen Plattform bis jetzt angeboten. Das ist etwas komplett Neues. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, die meisten Plattformen sind entweder für hochpreisige Event-Locations oder halt Seminarräume. Und wir haben aber gesagt, wir wollen auch eine Anlaufstelle sein für eben Sportplätze. Wir wollen wirklich sozusagen, die Grundidee ist, dass man sagt, wenn man einen Raum sucht für irgendetwas, dass man bei uns auf Bookie Room fündig wird. Die beste Plattform bringt ja quasi nichts, wenn sie niemand nützt. Nicht? Also wie ist es euch gelungen, eben Schulen und sonstige Raumanbieter da auch wirklich ins Boot zu holen? Am Anfang habe ich einfach Schulen angeschrieben. Da war natürlich auch ein bisschen der Vorteil, dass wir mit der Bildungsdirektion einen guten Kontakt haben und die uns dann weitervermittelt haben. Dann habe ich einfach mal Schulen angeschrieben. Da gab es so 2, 3 Schulen, die sie mal gesagt haben, ja, hört sich gut an, reden wir mal. Dann haben wir öfters darüber geredet, wie man das gut umsetzen kann. Und dann, sobald ich wusste, naja, die Schule wird auf unserer Plattform sein, habe ich einfach hatten wir beispielsweise im 22. Bezirk Turnsäle, habe ich einfach die Sportvereine im 22. Bezirk angeschrieben, angerufen und gefragt, ob sie nicht einen Turnsaal bräuchten für das nächste Semester. Hat mal am Anfang ganz gut funktioniert. Also dafür, wovon wir gestartet sind, von null, hat das denn im Endeffekt ganz gut funktioniert. Die Probleme gibt es ja, weil sonst hätte, also für unseren Fall, wir hätten ja nicht damit begonnen, wenn wir nicht gewusst hätten, dass es die Probleme gibt. Man muss halt die Leute finden. Du hast ja auch erwähnt, die guten Kontakte zur Bildungsdirektion. Wie ist euch denn das passiert? War das Entrepreneurship Summit in Wien. Da war der Bildungsdirektor Wien, Heinrich Himmer, war Anfang, ich glaube gleich um 8 Uhr der Eröffnungsspeaker und um 8.10 Uhr ist er, glaube ich, schon wieder gefahren. Und kurz bevor er ins Taxi eingestiegen ist, hat er gemeint, okay, ja, er hat noch kurz Zeit, pitchen wir das doch kurz. Habe ihm das kurz erzählt, habe eine Visitenkarte bekommen, mal angeschrieben und aus dem ist es dann im Endeffekt entstanden heraus. Dann würde ich sagen, lasst uns doch mal noch über Geld reden. Wie ist denn das mit der Raumvermietung oder Raummiete? Kostet Gaudi was oder ist das alles gratis? Es kostet bei uns etwas, prinzipiell. Die grundlegende Idee war die, dass wir gesagt haben, dass eben die Unternehmen oder die Privatpersonen oder die Vereine oder wer auch immer, Schulen, die dann ihre Räume vermieten, die sollen natürlich auch eine Kleinigkeit davon haben. Also das war immer schon auch ein bisschen ein Mitgedanke, dass man sagt, gerade wir kommen aus einer Schule, wo es manchmal immer wieder Geldprobleme gegeben hat, wo dann das Toilettenpapier schon manchmal sehr eng geworden ist und wir haben dann immer gesagt, das wäre doch irgendwie cool, wenn die Schule so eben ein paar hundert Euro mehr hätte. Mehr braucht es ja nicht. Wir bekommen unser Geld durch eine Vermietungsprovision und durch eine Vermittlungsprovision sozusagen. Das heißt, jedes Mal, wenn eine erfolgreiche Vermietung durchgeht, bekommen wir einen Prozentsatz. Aber wir haben immer gesagt, dass wir den schauen, dass wir den eher niedrig halten und vor allem auch haben wir immer geschaut, dass am Ende auch für den Vermieter möglichst noch was Angenehmes dabei rausschaut, dass der halt auch eine Kleinigkeit davon hat. Auf den normalen Webseiten findet man Räume von Unternehmen, deren Hauptaufgabe es ist, diese Räume auch zu vermieten. Die müssen davon leben. Das heißt, bei denen muss die Marge dementsprechend groß sein. Die Schule muss nicht davon leben. Die sind zufrieden, wenn sie bei einer Vermietung 10 Euro plus machen und das nicht viel Aufwand für sie ist. Dann sagen sie, okay, das nehmen sie. Und dadurch können wir dementsprechend niedrigere Preise verdienen. Ich vermute einmal so auf Basis meiner Lebenserfahrung, dass es wahrscheinlich dazwischen schon auch Herausforderungen gegeben hat. Wenn nicht, seid ihr mir unheimlich.
Oder vielleicht kleine Rückschläge oder Schwierigkeiten, wo ihr mal gesagt habt, boah, wie gehen wir da jetzt damit um? Also gab es sowas? Oder seid ihr mir unheimlich? Also, nein, ich glaube, es gab ganz, ganz viele solche Momente und auch gleich am Anfang. Und dann brauchst du halt auch wieder ein bisschen, ich sage mal ein paar Tage, vielleicht eine Woche, bis das wieder ein bisschen wurscht geworden ist und du dir denkst, das muss doch funktionieren. Und dann kommt daraus noch, kann auch eine Motivation, wo du dann denkst, eigentlich möchte ich es genau dem, der mal gesagt hat, das funktioniert nicht, auch noch zeigen, das funktioniert. Schau mal, da ist es. Ja. Veranstaltungen, natürlich gab es auch auf Veranstaltungen Leute, die gesagt haben, es ist nichts. Aber es gab umso mehr Leute, die gesagt haben, na cool, Jungs, macht's weiter, kann ich euch helfen? Und solche Sachen ermutigen dann unheimlich. Jeder, der irgendwann ein Projekt, es muss nicht mal eine Geschäftsidee sein, aber jeder, der irgendwann ein Projekt angefangen hat, würde lügen, wenn er sagen würde, er hatte nie irgendwelche Probleme irgendwo. Ich glaube, ein großer Vorteil, den wir hatten, ist, wir sind halt auf eine Entrepreneurship-Schule gegangen und da gab es halt eben diesen jährlichen Entrepreneurship-Summit, wo immer junge Unternehmer und andere Leute gesprochen haben und darüber erzählt haben, was sie so machen und wie ihre Journey war. Und es gab eigentlich immer zwei Key Messages, die ich da persönlich immer mitgenommen habe. Das eine war, egal wie viele Leute dir so sagen, dass das nichts wird, scheiß dich nix, versuch's trotzdem, mach's einfach, du bist jung, was hast du zu verlieren? Probier's einfach aus. Wenn du scheiterst, scheitere mit Freuden und mach's beim nächsten Mal besser. Und ich glaube, das zweite war, was ich immer mitgenommen habe, war, da steht jetzt ein 20-Jähriger, ein 22-Jähriger oben und erzählt mir, wie er sein Unternehmen gegründet hat. Das ist kein 40-jähriger CEO. Das ist einer, der vor 2 Jahren noch bei uns auf der Schule war. Und das war immer so ein, hey, wenn der das kann, dann so ein Wunderwutze kann ja gar nicht sein, dass das für uns nicht möglich ist, theoretisch. Ich glaube, einer der größten Punkte, wo wir uns am Anfang ein bisschen die Zähne ausgebissen haben, waren so Sachen wie rechtliches. So, dürfen wir das überhaupt? Geht das überhaupt? Boah, das hat was mit Versicherungen zu tun und boah, das hat alles sehr, sehr einschüchternd für uns gewirkt. Aber wir haben dann immer wieder gesagt, nein, das muss irgendwie funktionieren. Ja, so hat man dann einfach ein kleines Problem nach dem anderen in Angriff genommen und meistens hat sich eine Lösung gefunden und wenn sich keine Lösung gefunden hat, dann hat man halt die Geschäftsidee dementsprechend verändert, dass es wieder gepasst hat. Jakob, du hast das erzählt mit den ein bisschen einschüchternden Dingen, so wie rechtliches und so weiter. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Einerseits Schule, Bildung hilft. Also das ist einfach, wir haben in der 4. Klasse oder der 3. Klasse, glaube ich, gelernt über Unternehmensformen, was es alles gibt, was die alle können müssen, wie viel Geld man braucht, wie das dann ausschaut, ist es eine juristische Person, ist es eine echte Person. Das hilft einfach, wenn man sich da ein bisschen einen Überblick schaffen kann. Wir haben den großen Vorteil gehabt, einerseits, wir hatten einen großartigen Professor, den Herrn Professor Lindner, der uns da wirklich immer viel unterstützt hat. Auf der anderen Seite, wir hatten einmal einen Pitch bei der Austrian Investor Association. Danke, das ist eine witzige, die Abkürzung ist AAIA. Und da hat dann eine Rechtsanwaltskanzlei auf uns zugekommen und wir waren ein bisschen im Smalltalk mit denen und die haben dann gesagt, ja, wenn ihr mal Hilfe braucht, könnt ihr gerne mit ihnen reden. Wir hatten auch Zeiten, wo wir kurzzeitig gedacht haben, das geht alles nicht mehr. Also der Clemens zum Beispiel, ich kann mich ganz genau daran erinnern, der hat eine Zeit gehabt, da war er gefühlt jeden Tag am Telefon mit irgendjemandem aus der Wirtschaftskammer und hat mit ihnen diskutiert, ob wir jetzt einen Gewerbeschein brauchen und eine Prüfung. Und wir haben uns dann eben mit dieser Rechtsanwaltskanzlei rückgeschlossen und haben dann auch mit ein paar anderen Leuten gesprochen und haben dann gesagt, hatten, glaube ich, viele Tiefschläge, aber wir hatten Gott sei Dank ein gut genuges Netzwerk, das uns da aufgefangen hat. Gibt es sowas wie Arbeitsaufteilung, Zuständigkeiten und so? Ja, also das hat sich auch relativ schnell herausgearbeitet, dass der Jakob einfach, der hat Interesse so ein bisschen in die Technik, ins Programmieren, in die ganzen Design. Da haben wir uns nicht gewehrt, der Paul und ich haben gesagt, gerne Jakob. Dann hat der Paul, war immer schon mit Finanzen und einfach so ein bisschen den generellen Überblick zu behalten, alle Sachen so zusammenzufügen. Und ich habe immer gern mit Leuten geredet, war auf Veranstaltungen, habe einfach telefoniert, E-Mails geschrieben und dann war es eigentlich auch relativ logisch, das Marketing, die Kundenkommunikation macht. Was macht euch denn jeweils Mut? Mir macht Mut einerseits der Gedanke, wo es hingehen kann, also die Zukunft macht mir Mut und andererseits das, was wir schon erreicht haben. Was mir Mut macht, ist immer wieder zu sehen, wie viele Leute es gibt, die dich unterstützen wollen. Für mich ist da eben auch wichtig für Mut, dass ich auch ein bisschen Spaß an der Sache habe. Dass ich auch so ein Umfeld habe, wo ich weiß, okay, da fühle ich mich wohl
Und das taugt man, mit den Leuten auch zusammenzuarbeiten. Wofür braucht ihr Mut? Du kannst dein Leben auch total larifari vor dich hinleben und trotzdem schön haben. Aber da brauchst du auch manchmal den Mut zu sagen, nein, jetzt kann ich gerade nicht. Was mir total geholfen hat, war da auch mir den Mut zu sagen, bei manchen Sachen auch Nein zu sagen. Also bei mir war es stark, dieses Mut für was Neues. Und ich würde nicht sagen, dass ich vor den auch so ein Mensch war, der auf jeden zugeht. Du lernst mit den Situationen, du lernst, wie oft, wenn du es öfter machst, dann wirst du auch besser darin. Ich will einfach Mut zu sagen, ich bin das wert und wir mit unserer Idee, wo man einfach sagt, dafür brenne ich, das bin ich, das möchte ich eigentlich jedem Menschen, der mir entgegenkommt, möchte ich davon erzählen, dass man dem nachgeht. Und ich glaube, wenn du Mut hast, Sachen in die Wege zu leiten, wo du Freude daran hast und andere Leute eine Freude daran haben, dann ist es eine Win-Win-Situation. Ja, wenn es Räume gibt, die ihr habt, die ihr anbieten wollt oder wenn ihr Räume braucht, kommt gerne zu uns auf www.book-your-room.at. This Future Talk was powered by Die Mutmacher.